So, hallo meine Lieben, euer Ramses hier. Ach scheiße, da fällt mir doch gleich der Kugelschreiber runter. Nein, aber auf jeden Fall willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute habe ich es mal ganz geschickt gemacht, habe mir mein Klemmbrett geholt, habe mir mal hier Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Wir haben nämlich verschiedene Punkte, die wir heute abarbeiten müssen. Erstens, Grüße gehen raus an den Sören Löffler. Mit dem bin ich nämlich aufgestiegen jetzt zu Superfreunde. Ne? Das muss gefeiert werden einfach. Stufe 2, gönnt euch das richtig brutal, oder? Habt ihr auch schon mal Stufe 2 und Superfreund erreicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall Grüße an den Sören. Ne? Habe ich jetzt leider den Levelaufstieg nicht. Habe ich nicht abgescreent als Strafe. Nein, ich habe ja gesagt, kann er einfach aufmachen. Stufe 2 ist sowas von egal. Dann zweiter Punkt. Gestern im Livestream habe ich schon mal kurz angeschnitten, das Thema. Ein Wrestling ohne W, aber mit zwei R, ne? Wrestling Pikachu Outfit gefunden. Jetzt gibt es auch einen kleinen Artikel dazu. Das ist natürlich sehr genial. Ich als alter Wrestling-Fan, Wrestling-Freak, hier auch ein Bild von Rey Mysterio abgebildet. Was es aber noch nicht gibt oder noch nicht gefunden wurde, ist ein Wrestling Pikachu. Aber das kommt vielleicht zum Start der Battle League. Erstmal geht es halt wirklich nur um diese Avatar-Items. Wie ihr hier sehen könnt, die wurden im Code gefunden, im Datenverkehr, wie auch immer, für Frau und für Mann. Ich überlege mir auf jeden Fall, ob ich mir nicht so ein Wrestling-Outfit zulege. Normalerweise kaufe ich ja selten Klamotten, aber als alter Wrestling... Och, Adi, jetzt hör doch auf, Mann! Trink ein Bier und beruhig dich! Aber als alter Wrestling-Freak muss ich mir das natürlich antun, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, durch die blöden Pikachu-Ohren da oben drauf. Ohne würde das einfach noch viel krasser wirken. Am besten noch so Elbow-Pads, alles dabei. Das wäre doch genial. Werdet ihr euch das Wrestling-Outfit zulegen? Schreibt's mal in die Kommentare. Oder auch nicht, ne? Dann dritter Punkt, was auch wichtig ist, gestern im Livestream haben wir uns auch wieder mal ein kleines Video angeschaut. Da hat BisaFanTV nämlich ein Video geladen gehabt mit dem Titel Flampion. Das ist ja schon mal die Frage, heißt das Flampion? Heißt das Flampion? Oder wie BisaFanTV sagt, Flampignon? Flampignon? Auf jeden Fall, jeder spricht das anders aus. Das Flampion, auf jeden Fall. Man sagt ja auch Champignon. Champignon? Champignon? Jeder sagt was anderes, wie gesagt. Auf jeden Fall, BisaFanTV hat mich wieder mal an der Nase rumgeführt, hat ein Video hochgeladen. Flampion aus dem 7-Kilometer-Ei von Sabrina spielt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann hat er das Flampion natürlich nicht aus dem 7-Kilometer-Ei von Sabrina spielt, sondern er hat gedacht, vielleicht ist das ja von ihr, aber von ihr war was anderes. Und das Flampion kam natürlich vom Marius. Von Let's Go, komm schon. Aber wenn immer nur diese Portal drin sind, ist es schon ziemlich low. Oh, da ist es, Leute, da ist es! Da ist es! Da ist es, das neue Pokémon! Oh mein Gott! Aus Nienhagen. Aus Nienhagen kommt das Flampion. Oh mein Gott. Eines aus Nienhagen. Marius. Das ist von Marius. Marius wohnt in Nienhagen. Trotzdem kann man den Titel ja so stehen lassen, denn er hat ja erstmal darüber gerätselt, ob aus ihrem Ei das Flampion kommt. Aber es kam eben vom Marius. Anders bei Sabrina spielt. Die hat ganz und gar auf den Titel verzichtet. Die hat aber... ein 98er Flampion aus dem Ei vom Ramses bekommen. Also von mir, ne? 20 und Carpador Baubel rauszubekommen. Ah. Oh! Ah. Wenigstens etwas Gutes. Das... ist es besser? Was war denn vorhin? Was hatte ich denn vorhin? Oh! Hitbuckhausen, Grüße gehen raus an Ramses. Du hast mir ein 98er gegeben. Ja, geil. Das ist nämlich richtig genial.
das ist richtig heftig, ein 98er gleich. Und gestern während des Livestreams hat sie auch noch gesagt, hey, schau mal meinen Buddy an, der ist rot und so. Wir haben dann im Livestream geguckt und dann hat sie das Flampion schon entwickelt, als Buddy genommen und Ramses getauft. Das fand ich richtig genial und deshalb möchte ich heute eigentlich auch mein Flampion entwickeln. Meins kam nämlich aus dem Ei von Julchen Freichen, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Julchen, ach nee, Feichen, Julchen, oh mein Gott, Julchen Feichen. Und die war gestern auch im Stream und auch im Chat und überall. Und habe ich gesagt, dann muss ich mein Video jetzt auch so nennen. Flampion aus dem 7 Kilometer Ei von Julchen Feichen erhalten. Eine Anspielung natürlich auf Bisafan TV, aber was halt wirklich so war. Und in der Folge das gleich entwickeln. Wenn ich das aber entwickle, habe ich ja keins mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, ich trade erstmal kurz was. Und zwar habe ich hier den Account von Pupsi rumhängen. Ihr seht ja auch meinen Filet-O-Fisch, mit dem ich immer noch laufe. Und Pupsi hat 2 Stück auf ihrem Account. Habe ich mir gedacht, gönne ich mir einfach mal eins von ihr, entwickle dann von den 2 das Beste, was rüberkommt. Ich muss aber mal kurz danach suchen, hier unten. Ich nehme das Schlechteste von ihr. Junge, jetzt komm doch an, was gebt mal ihr denn? Wir geben ihr ein Champignon. Ein Champion gegen ein Flampion. Genau, Unlingen und Hildburghausen, alles aus 7 Kilometer Eiern. Vielleicht wird es ja sogar Lucky. Muss nicht sein, aber vielleicht hat es trotzdem bessere WP, bessere IV als das, was ich jetzt habe. So habe ich dann trotzdem das Flambion noch auf der Hand und habe auch die Weiterentwicklung auf der Hand, denn ich habe nur 1 gebrütet und sonst würde mir ja die Vorentwicklung fehlen. Da nichts. 760, also noch schlechter geht's nicht. Hier, alles unter 10, das braucht man nicht. Wir entwickeln aber jetzt unser Flampion und da fehlen mir natürlich die 804, da fehlen mir natürlich die Bonbons, aber ich werde natürlich wieder mal Sonderbonbons investieren, weil ich so krass bin. Ich habe es gestern schon gesagt, als Sabrina da ein Castatur auch gebrütet hat und sie hat 176 Castatur-Bonbons, aber sie hat noch keins entwickelt. Ich auch gesagt, hä, wieso hat sie doch nicht entwickelt? Die hat doch genügend Bonbons. Aber die Sabrina, die ist natürlich schlau. Nicht so wie Bisafan TV und ich. Das war auch Thema gestern im Chat überall. Die wartet einfach, bis sie wirklich ein gutes bekommt, was sich lohnt zu entwickeln. Und dann haut die das raus, einfach so, bam, für sich. Richtig mit Sinn und Verstand. Während Bisafan TV und ich, wir fangen ein Pokémon, dann hauen wir da 200 Sonderbonbons drauf. Dann ist das vielleicht noch ein schlechtes. Nur um eine Folge zu machen, hab das jetzt entwickelt, bam. Bei mir geht die Folge dann eben 2 Minuten, weil ich das einfach nur entwickle. Bei ihm geht die Folge dann 8 Minuten, weil er 5 Minuten davon redet, dass er es gleich entwickeln wird. Aber habe ich gestern alles schon mal erzählt. Fand ich auf jeden Fall witzig. Jetzt wollen wir denselben Fehler wie immer machen. Wir hauen hier mal Bonbons drauf, Sonderbonbons. Wir gucken auch nochmal. Gau, Weinheim, Rheinland-Pfalz. Das müsste also aus dem 7-Kilometer-Ei von Julchen Feichen sein. Da geben wir jetzt Sonderbonbons drauf, bis wir 50 Stück haben, entwickeln das durch. Angeblich ist das ja auch ein sehr nützliches Pokémon. Ich kann dazu noch nichts sagen, ich kenne das ja nicht. Flampion entwickeln. Und das Gute ist, ihr kriegt Flampion jetzt ja während des Events aus dem 7-Kilometer-Ei. Aber sobald das Event zu Ende ist, soll es das aus 10-Kilometer-Eiern geben und auch wild. Also keine Sorge, wer jetzt keins bekommt, ihr könnt es dann auch in der Wildnis antreffen. Und es ist dann nicht weg, ihr könnt es auch weiterhin aus 10-Kilometer-Eiern bekommen. Ist das ein Mund? Guckt der so böse? Flampivian? Oder ist es einfach nur Fell und das sieht nur so aus? Okay, es sind wirklich die Zähne, die obere, die untere Reihe und es sieht richtig heftig und brutal aus. Bam, wie es die Fäuste zusammenknallt und sich dann wieder hinstellt. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, wie so eine Wurst. Und auf jeden Fall auch die Augenbrauen, die feurigen, richtig genial. Das nimmt man doch gerne mal mit Tackle und Steinhagel. Was es sonst noch kann, weiß ich nicht.
1743, gut, für die erste Liga ist es jetzt zu hoch, für die zweite ist es zu niedrig, aber trotzdem neuer Pokédex-Eintrag, Flampion und Flampivian. Habt ihr auch schon Flampion gebrütet? Was ist euer bestes Flampion, was ihr jetzt auf der Hand habt? Also macht euch keinen Stress, wenn ihr noch keins habt. Ihr könnt es nach dem Event immer noch bekommen. Nicht so wie Makabaya, was wirklich nur zu Halloween da war und nach Halloween verschwunden ist und man jetzt auch nicht mehr bekommt, sondern einfach immer nur an Halloween. Ihr könnt es dann also wild fangen, aus 10 Eiern brüten. Das war aus dem Ei von Julchen Veilchen. Die Grüße an den Sören haben wir auch rausgehauen. Haben wieder mal gegen Bisa-Fan TV gestichelt. Kann ich einen Haken dran machen. Haben wieder mal Props gegeben an die Sabrina. Kann ich auch einen Haken dran machen. Hingewiesen, dass es dann das Wrestling-Outfit gibt. Haben wir auch. Frage gestellt, ob ihr euch das holt. Haben wir auch. Entwickelt haben wir. Pupsi haben wir abgezogen. Haben wir alles. Super. Das war's also eigentlich von meiner Seite. Und für alle, die es interessiert, ich habe gerade beim Tierarzt angerufen und habe noch einen Termin ausgemacht für den Adi, dass der eben kastriert wird, dass der pelzige Hoden entfernt wird, was ja Quatsch ist, der bleibt ja dran. Es wird ja nur ein Cut gesetzt und dann dreht er nicht mehr so sehr durch, aber ich hoffe immer noch durch, weil sonst fehlt mir irgendwo was. Ihr kennt das ja, ihr seid immer genervt und wenn derjenige nicht mehr da ist, dann fehlt euch trotzdem irgendwas. So geht es mit den Menschen wie mit den Tieren. So, das war es aber trotzdem jetzt von meiner Seite aus. Schreibt zwar alles rein, irgendwas, was ich gefragt habe, ist ja immer viel dabei und Kommentare kommen meistens keine zurück. Hier steht immer noch der Nikolaus, sieht auch aus wie ein Flampion. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was zu bekommen?